Ich habe mich für die Ausbildung bei der Deutschen Bundesbank beworben, weil ich sie schon aus Erzählungen in der Schulzeit kannte. Und ich fand es sehr interessant, dass sie sich nicht nur mit den bankspezifischen Themen wie Bankenaufsicht beschäftigt, sondern auch eine sehr große Rolle in der deutschen Wirtschaft spielt und mit vielen anderen Institutionen auch im Ausland zusammenarbeitet. Das spannendste Projekt für mich war das Projekt Rechnungswesen. Da arbeitet man in einem Team und gründet sozusagen von Beginn an ein Unternehmen und beschäftigt sich nicht nur mit den Kostenrechnungsarten, sondern versucht auch marketingtechnisch zu gucken, wie man das Unternehmen vermarkten könnte. Und man arbeitet eben in einem Team, was auch sehr angenehm ist, wieder mal die Ausbildungsgruppe näher kennenzulernen. Innerhalb der Ausbildungsgruppe fand ich sie sehr angenehm. Es haben sich auch wirklich Freundschaften gebildet. Und innerhalb der Stellen der unterschiedlichen war es auch sehr angenehm. Man hatte das Gefühl, dass die Mitarbeiter auch Interesse an der eigenen Person haben und auch zwischenmenschlich sehr gut miteinander zurechtkamen. Ich würde sagen, der Kontakt, gerade das Zwischenmenschliche fehlt so ein bisschen in der Schulzeit. Und so konnte ich sehr viel über mich selbst lernen und auch selbst Herausforderungen bewältigen und über mich hinauswachsen, indem ich wirklich mal gelernt habe, zu arbeiten und nicht nur eben die schulischen Themen auswendig zu lernen. Automatisch bekommt jeder Auszubildende einen 12-monatigen befristeten Arbeitsvertrag angeboten. Wer sich allerdings für eine unbefristete Übernahme qualifizieren möchte, nimmt an einem Übernahmeverfahren teil. Und da beweist man, dass man die Bundesbank als Arbeitgeber sehr gut kennengelernt hat und dass man weiß, für wen man arbeitet. Ich werde weiter in dem Bereich Assistenz und Sekretariat arbeiten, in dem Bereich Volkswirtschaft der Deutschen Bundesbank. Mich interessieren die wirtschaftlichen Themen wie Konjunktur sehr und ich könnte mir auch vorstellen, mich in diesem Bereich nochmal weiterzubilden.